So, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Tag 2, Let's Play or Die, oder Let's Play or Not Die, Parasite Eve. Im ersten Teil haben wir uns schön Equipment geholt, ja, und wollen jetzt mit Hilfe dieses Equipments im Park den Sohn von Daniel-san retten, der dort auf einem Konzert ist, bei dem die mutierte Melissa, die sich jetzt Eve nennt, unterwegs ist, um wohl die ganzen Zuschauer zu fritzeln. Oder was auch immer. Wir werden sie ja sehen. Oder hoffentlich nicht sehen, wenn wir es verhindern. Okay, auf zum Central Park, dem, wo es ziemlich kalt ist und alles sehr gefroren ausschaut. Dort gibt es eine ganze Menge giftige Schlangen. Das haben wir schon gemerkt. Und dann wollen wir mal schauen, ob es was gebracht hat, dass wir unsere Waffe... Nee, wir haben unsere Rüstung wieder mal gemoddet. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen... müssen ein bisschen bessere Defense haben. Was ja immer sehr angenehm ist, ja. Das heißt, man stirbt ein bisschen weniger als vorher. Und das ist bei einem Let's Play or Die natürlich wünschenswert. Kommen nochmal Schlangen? Nee, diesmal nicht. Okay. Diesmal keine Schlangen. Ist ja auch mal nett. Ja, ja, ja. Ist nett. Ist nett, wenn er uns eine Filmsequenz zeigt, aber noch netter wäre es, wenn wir schnell weitermachen könnten. Okay, nochmal rein in den Park. Vielleicht ist er in den Indie Park. Central Park Zoo. Also ein Zoo. Das heißt hier. Ach, deswegen sind hier so viele Schlangen und Viecher. Weil normalerweise in New York ist das ja nicht so, dass da so viele Schlangen und Viecher rumlaufen. Na, kommt noch ein Vogelkampf. Komm, Vogelkampf. Ne, diesmal nicht. Die Medizin haben wir letztens hier reingelegt. Die hole ich mir wieder zurück. Weil mein Inventory war full. Aber da ich jetzt ein bisschen aufgestuft bin. Habe ich einen neuen Inventory-Slot und vielleicht auch ein paar Bonus-Points, die wir vergeben können. Lasst uns das mal anschauen. Seht ihr, ich habe 126 Bonus-Points. Das heißt, ich kann jetzt Bonus-Points vergeben. Zum Beispiel hier. Und ich glaube, es ist so, pro 100 Bonus-Points kann ich hier etwas verbessern. Und wenn ich die Active Time jetzt... Genau, ihr seht, 100 gehen weg oben. Einer kommt hinzu. Was aber blöd ist, weil... Ihr seht, da kommt eigentlich erstaunlich, da geht mein ganzer schöner Balken weg, den ich schon so weit aufgespart habe. Schauen wir mal, wie es hier ist. Seht ihr das? Das lohnt sich nicht, weil der wird sich das nächste Mal aufstufen. Ich mache das lieber, wenn der Balken niedrig ist. Item Capacity kann ich im Moment mehr brauchen, glaube ich. Das heißt, ich habe jetzt noch mehr Inventory Slots. Und da hier jetzt sehr viel Inventory Krams rumliegt, macht mir das mehr Spaß so. Okay, hier ist ein Telefon, glaube ich. Hier kann ich wieder speichern. Oder? Oh, was ist das? Achso, Kamera erinnert sich. Na, das ist sehr nett. Genau, hier ist ein Telefon, hier könnte ich wieder speichern. Kann ich auch noch mehr machen? Ne, erstmal nicht. Wir haben ja noch nichts erreicht. Öffne die Tür. Ja, danke schön. Haben wir hier was? Hier haben wir einen Computer. Computer, jip, jip, jip. Kann ich aber nichts machen. Oh, was machst du jetzt? Schrank auf. Alles klar. Oh, noch eine Weste. Seht ihr, hier kriegt man andauernd irgendwelchen Krempel. Ifo ist hier. Okay. Typ sagt nichts. Kann man das verschieben oder was? Ja, alles klar. Dann haben wir hier ein Waschbecken. Da will sie nicht ran, aber in den Schrank. Ein Schlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel für den Schrank. Dann ist da bestimmt was Cooles drin. Aber lasst uns mal schauen, ob die neue Weste besser ist. Nicht so wirklich, oder? Bringt uns das was? Obwohl, ist schon besser. Jetzt diese P-Energy ist nicht so gut, aber Critical und Defense sind schon einigermaßen um einiges höher. Nehmen wir. Aber dann haben wir unseren Otto-Ding nicht mehr, ne? Ach, wir bleiben erstmal bei der Weste, bis wir ein Tool kriegen, wo wir das rüberschippern können. Weil das wäre ganz gut. Und, und vor allem die ganzen Bonus-Points, ne? Die kriege ich jetzt nicht so ohne weiteres rüber. Ich würde mir gerne mal die Weste genauer anschauen. Wie ist das denn bei der Weste? Hier sind auch... Na gut, Bonus-Points sind da nicht so viele drauf. Das heißt, mit dem Tool können wir da auch nicht so viel reißen. Okay, dann... Oh, ein Kampf. Na gut. Oh, guckt euch den mal an. Ein typisches Wesen aus dem Zoo. Oh, schau mal, wie viel HP ich jetzt habe. Über 100. Nice. Oh, oh, oh. Das war doof, jetzt zu schießen. Gebe ich ja zu. So viel zu meiner schönen Energie. Dann heile ich mich mal kurz. Yes, yes. Na, jetzt geht's doch schon wieder. Oh,
Jetzt wirft er auch noch in solchen runden Dingern. Ich könnte den natürlich verlangsamen, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich glaube, ich mache den eher Don't. Dann seht ihr. Ist doch leichter. Ammo nehme ich mit, natürlich. Ich frage mich immer, warum Viecher, die mit Bumerangs werfen, Ammo für meine Knarre dabei haben. Aber das werde ich wohl nie erfahren. So, dann gehen wir mal hier rein. Schauen, was da so Schönes drin ist. Oh. Oh, ein Vogelhäuschen. You need a key. Alles klar, also ich brauche Schlüssel, sonst geht hier gar nichts. Aber ihr seht, da ist eine Schatzkiste drin und da will ich ran. Ja, da müssen wir ran. Da müssen wir dranbleiben. Okay, was haben wir hier? Hier, aha, seht ihr das? Eine Schatzkiste versteckt. Freaky, freaky. Oh, zwei Vögel und ein Schleimscheißer. Also ein Bumerangwerfer. So, wie weicht man den Dingern denn aus, sag mal? Erstmal die Vögel weg, weil die nerven. Und jetzt kümmere ich mich mal um den Onken. Vielleicht einfach hinterrennen, bevor er schmeißt, oder? Wirklich nah ranbleiben. Und jetzt schmeißt er bestimmt gleich. Du schmeißt doch mal. Komm. Bam. Vollen Rücken. Oh, komm. Das war super. Zweimal Critical. Nice. Und Level Up. Seht ihr, wie schnell das momentan noch geht? Das macht doch Spaß. Junk nehme ich mit, weil ihr wisst, da kann man irgendwas draus brezeln. Für später. Was haben wir hier? Bonuspunkte haben wir. Naja, gut. Viele Bonuspunkte sind das jetzt nicht gerade. Aber egal, wir gucken mal in die Truhe rein. Vielleicht kriegen wir einen Schlüssel, das wäre ja schön, richtig. Es ist Ammo. Ist genauso schön. Ich gehe erstmal gerade durch, oder? Schauen wir mal, was da hinten Schönes noch auf uns wartet. Eine Treppe. Und eine Treppe ist immer gern gesehen. Genau wie ein Schluck Tee. Ach so. Perspektivisch verarscht. Seht ihr das? Der Gang wirkte viel länger hier in dem... Also auf mich zumindest. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Deswegen dachte ich, das wäre ganz woanders jetzt. Okay, jetzt sind wir hier hinten. Oh, die Dinger waren giftig, das weiß ich noch. Das sieht man auch an diesen grünen Tentakeln. Oh, jetzt habe ich es berührt. Ach, hier kommt man gar nicht. Ich dachte, hier kann man rein zwischen den Dingern hier, Dingersen. Aber kommt man nicht. Und ich bin gleich dood, deswegen wäre es vielleicht ganz nett. Ach komm, ich versuche mal mein Auto-Ding zu nutzen. Jetzt habe ich auch das falsche Teil noch geschossen. Super. Siehst du, jetzt hat sie gerade automatisch einen Trank genommen. Seht ihr, wie das passt? Habe ich einen Zug gespart. Und ich hätte längst den anderen töten können, wenn ich nicht so blöd gewesen wäre. Ah ja, das seht ihr, das ist das Gift. Da darf man nicht rein, sonst ist man vergiftet. Die Forzen nämlich. Okay. Cure Poison habe ich gekriegt. Und jetzt denkt mal dran, zwischen den Kämpfen kann man nämlich gut immer die P-Energy nehmen, weil die hält sich von selber. Oh, schaut mal, Detox, der ist neu. Das heißt, wenn ich Poison habe, kann ich noch einmal? Ja. Jetzt kann ich zweimal benutzen, weil ich mehr P-Energy habe seit dem Level Up. Oh, warte mal. Hier hinten ist noch eine Tür. Ist gar keine Tür. Manchmal ist es ein bisschen verwirrend mit der Perspektive. Hier kommt man auch nicht lang, nee. Das ist ein bisschen schwierig. Ne? Man erkennt es eben ziemlich schwer, was ich wolle. Was ist hier noch? Kann man hier lang? Hier ist doch gar nichts. Warum bin ich hier? Wer seid das ihr? Hier ist nichts. Jetzt komme ich bestimmt wieder hinten rum raus. Also dieser Ausflug war nicht so spektakulär, würde ich mal sagen. War mehr so... Ja, okay. Ja, toll. Seht ihr, das hat es jetzt gebracht. Aber zum Level-Up ist es vielleicht ganz gut. Oh, und zum sich hier von den Fusseln einfusseln lassen. Und jetzt bin ich auch noch vergiftet wahrscheinlich. Oh, seht ihr, ich wurde wieder gerettet von einer Automedizin. Ja, ich bin vergiftet. Toll. Ja, gut, dass ich denn dieses Auto-Ding habe. Das hat mir jetzt schon mehrmals den Hintern gerettet. Seht ihr das? Oh, wenn ich gleich keine Medizin mehr habe, bin ich dood. Und dann war es das wieder mit dem Let's Play or Die, würde ich sagen, ne? Schauen wir mal, wie viel Medizin ich überhaupt noch habe. Aber Level Up geht ziemlich flink, scheinbar. So, wie viel Medizin haben wir noch? Ich glaube, das war nur noch eine. Okay, also das heißt, bisschen Vorsicht ist geboten, ja. Und wer mehr bietet, der kriegt noch mehr. Gut. Dann schauen wir mal. Gehen wir jetzt aber endlich mal weiter hier hinten. Ist da was? Ja. Also ganz ehrlich, die Perspektive ist... schon ein bisschen verwirrend, ne? Weil dauernd die Kamera wechselt und man nie so genau weiß, wo war ich, wo bin ich. Okay, Schlangen sind leicht, die schaffe ich. Da sollte ich, glaube ich, relativ unbeschadet davon kommen. Oh, die sperren immer Teile ab in dem Kampfmodus, das ist Link.
Und das sieht man überhaupt nicht. Okay. Yes, yes. Ich hätte jetzt richtig Lust auf noch ein Level-Up, damit ich mal wieder Bonuspunkte vergeben kann. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, dass die Bonuspunkte sogar Level-Up unabhängig sind. Müssen wir mal darauf achten. Schauen wir mal. Die Bonuspunkte sind jetzt auf 53. Ich glaube, die kriegt man tatsächlich nach jedem Kampf. Wir achten mal drauf. 53 waren es jetzt. Und nach dem nächsten Kampf gucken wir mal rein. Zumindest wenn kein Level-Up kommt. Baby, Level-Up, Level-Up. Baby, Level-Up, Level-Up. Jetzt wäre eine Karte von dem Park schön. Ich weiß, ich habe in meiner Komplettlösung eine. Aber ich werde einen Teufel tun und die jetzt aus dem Dachboden rauskramen. War hier eine Schatztruhe hinter? Ich sehe nichts. Irgendwas? Irgendwas Schönes? Warum gehe ich hier überhaupt lang, wenn da nichts ist? Totale Verschwendung von Zuschauer-Views, ja? Denn auch ihr schaltet ja ab oder gebt mir den Gong, wenn ich was Langweiliges tue. Weil hier sind so viele Abzweigungen, das ist echt grauenvoll. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich entscheiden soll. So, jetzt schauen wir mal. 53 waren die Bonus-Points eben. Mal gucken, was sie gleich sind. Wenn kein Level-Up kommt. Komm, nicht so viele Gegner sind's Level-Up. Schnell weg mit dem Birdie-Bird. Oh, jetzt bin ich schon wieder vergiftet. Na, schönen Dank, Schlange. Dann machen wir es mal schnell kaputtig, weil sonst verliere ich zu viel im Kampf. Ne, das war okay. Kein Level-Up. So, jetzt schauen wir mal. Statt 53 Bonuspunkten haben wir jetzt volle 53. Nice. Sehr nice. Bringt also einen Scheiß. Viel. So. Schauen wir erstmal unten. Oder oben. Unten? Oben? Ich gucke unten. Oh, okay. Jetzt wissen wir wenigstens, wo wir reingekommen sind, wo wir rausgekommen sind, können die connecten und jetzt wissen wir, der einzige Weg, wo es weitergeht, ist tatsächlich dieser hier. Und es ist ja auch klar, weil hier ist eine Tür. Jetzt hätte ich aber doch gern diesen Key. You need a key. Sag mal, Leute, ich habe doch kein Special Item gekriegt bisher, ne? Das heißt, ich muss irgendwo an einem Key vorbeigelatscht sein. Aber wo hätte ich denn lang gehen können, wo ich nicht lang gegangen bin? Das Peinliche ist, dass ich das Spiel schon durch habe, ja? Also eigentlich müsste ich es ja wissen. Ich gehe jetzt noch einmal zurück. Aber ich meine eigentlich, rein rhetorisch, ist hier ja nichts, ne? Hier ist die Tür, hier ist da die Tür und hier ist eine die Tour. Ne, das muss da oben irgendwo noch lang gehen. Ich habe irgendeinen Weg wahrscheinlich übersehen. Probieren wir es also nochmal. Nochmal hier lang. Oh, Analogstick, please. So. Okay. Genau, hier waren wir schon. Seht ihr, das ist noch eine Brücke? So eine Holzbrücke. Vielleicht ist da noch irgendwas, wo ich noch nicht lang gegangen bin. Aber da war ich doch schon rum. Hier war ich doch schon. Hier ist doch nichts mehr. Das ist mir unangenehm. Um Gottes Willen ist mir das unangenehm. Ja, jetzt komme ich wieder hier oben raus. Oder war hier irgendwo ein Key, der mir jetzt voll abhanden gekommen ist? Oder kommt man doch hier irgendwie rein? Weil es sieht doch aus wie eine Tür, oder nicht? Es ist aber keine. Free K. Hier war ich auch schon, da war nichts. Oder ist vielleicht doch noch in diesem einen Raum ein Schlüssel versteckt und der ist mir voll abhanden gekommen. Oder musste man doch an diesen Computer ran. Computer, jip, jip, jip. Na, schauen wir mal. Manchmal knipst man ja nicht doll genug. Oder geht's hier noch lang? Ich glaube nicht. Wegen dem Schnee sieht man ja eigentlich schon, weil ihr wisst, NYPD-Leute können nicht über Schnee gehen. Ja? Sie haben zwar Skills und Training und alles, aber Schnee ist zu hart. So, hier war nix. Hier war nix. Ah, Suki. Ey, Suki. Ja, das ist aus True Blood. Kennt ihr das? Suki? Jetzt habe ich den Suki, aber das ist bestimmt nicht der gleiche wie dieser hier. Doch, das ist er. Leute, ich bin an dem Kack vorbeigerannt. Schade. So eine Schade. Und jetzt habe ich einen Grenade Launcher. Und jetzt passt mal auf, was der tut. Kann ich den mir hier angucken? Nee, ich glaube nicht. Nee, aber hier kann ich mir den angucken. Schaut mal, der Grenade Launcher, der kann nämlich, passt mal auf, Heat, ja, also Hitze.
Jetzt ist natürlich die Frage, macht es tatsächlich Sinn, einen Granatwerfer zu benutzen, der Hitzeelement nutzt? Oder beziehungsweise man kann ja auch mit dem Tool bestimmte von diesen Slots rüberholen. Also macht es Sinn, dass ich mir jetzt ein Hitzeelement in meine Knarre mache? Die Antwort ist ganz klar nein, weil es gibt natürlich auch Gegner, denen Hitze nichts ausmacht und die kann man dann mit dieser Knarre nicht mehr angreifen. Deswegen sollte man sich sehr, sehr gut überlegen, was man mit seinen Parametern macht, ja, was man mit seinen Slots macht und oder was man in seine Slots tut. Und es gibt tatsächlich, das sage ich euch jetzt als Insider-Tipp, weil ich ja das Spiel schon mehrmals durchgespielt habe, 2-3 Mal, man sollte tatsächlich nur Sachen in die Slots packen, die elementunabhängig sind. Und das sind solche Sachen wie zum Beispiel Gift, ja, weil da gibt es zwar auch Gegner, die sind nicht empfindlich für Gift, aber dafür schadet es nicht bei anderen. Die andere Sache, die sehr, sehr gut ist, ist Säure, weil das geht durch Rüstung durch. Kein Geld, aber Säure. Also die beiden kann man wirklich eigentlich ohne Bedenken... Oh, 3 Schatzkisten. Wow, Medicine 2. Ach, Inventory Full. Ja, komm, wir pappen mal so lange eine Cure Poison hier rein. Und haben dafür eine Cure Poison erhalten. Das ist doch schön, oder? Das macht mir richtig Hoffnung. Inventory Full. Ja, tun wir mal eine Cure Poison rein. Und ich habe ein Defense Plus gekriegt. Also, Defense Plus benutzen wir mal auf... jetzt ist natürlich die Frage... Ja, auf die Werte von meiner Weste hier will ich ohnehin nicht verzichten, ne? Wenn ich jetzt hier 2 Punkte drauf tue, dann bin ich bei 19. Ja, komm, dieses Auto hat mir schon so auf den Hintern gerettet. Ich behalte das jetzt. Die Cure Poison hole ich mir zurück. Und ihr merkt schon, langsam wird es ein bisschen unangenehm, weil dauernd das Inventory voll ist. Bonuspunkte habe ich auch nicht genug. Das heißt, es wäre vielleicht mal wieder Zeit, einen kleinen Abstecher zum Polizeirevier zu machen und den Junk zu entfernen und vielleicht ein paar Sachen zu lagern. Ist zwar nicht das Spektakulärste, wenn man zuschaut, aber es hilft leider nichts, weil es bleibt einem sehr wenig übrig. Das Dumme ist jetzt, bei jedem Kampf, den ich jetzt mache, kann ich wieder ein paar Sachen nicht mitnehmen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber vielleicht bin ich ein bisschen stärker geworden und kann die jetzt schneller entfernen, hier die Leute. Leider nein. Oh, guckt ihr euch das mal an. So, zufälligerweise weiß ich, dass der nach einem Schuss tot sein müsste. Und da kann ich dem anderen gleich noch einen mitgeben. War sogar critical. Sehr nice. Komm, lauf, 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 lauf. Hey, diesmal bin ich ausgewichen. Also einfach weit wegrennen hilft. Besonders bei ganz engen... Level up. Sehr nice. Jetzt habe ich bestimmt Inventory-Slot mehr. Aber macht nichts. Das Cure Poison lasse ich einfach in der Kiste liegen. Soll es da verrotten, meinetwegen. Bonuspunkte. Was kann man machen? Active Time ist schon wichtig. Item Capacity auch. Aber ich brauche jetzt einen Active Time. Damit sind wir nämlich schneller aktiviert. Und können schneller angreifen, ja. Und ihr wisst, angreifen ist sehr wichtig. Och, Leute. Ich will jetzt nicht so viel kämpfen hier. Ich will jetzt nur mal schnell Sachen ablegen eigentlich. Seht ihr, wie schnell ich jetzt aktiv bin? Das ist schon fast zu schnell. Und jetzt schaffe ich mittlerweile einen Vogel mit einem Schuss, mit einem Critical-Schuss zumindest. Das ist schon ganz nett. Noch mehr Junk. Ich glaube, jetzt sie nimmt schon gar nichts mehr mit. Dum, 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 dum. Okay. Beeil dich mal, ich will endlich zu der Tür, wo ich den Suki für brauche. Dieser Screen ist total sinnlos. Da ist kein Kampf und kein gar nichts, ja? Das ist nur Zeitschinderei von den werten Game Developers. Es ist witzig übrigens, sie kann nicht über Schnee gehen, aber hier kann sie über Schnee gehen. Weil das ja klar ist. Wollen wir noch zwischenspeichern? Nee, komm, speichern wir an der Polizei. Oder nee, wir speichern, wenn wir wieder hier sind. Und den ganzen Junk abgeladen haben. So, ich laufe aus dem Bild, um ins Auto einzusteigen. Lauf. Tippel die Tipp.
dann auf zum Weapon Storage und Modification Center oder wie auch immer das Ding heißt. Kommt jetzt wieder ein Gespräch über Waffen und warum man sie nicht nehmen sollte. Nee. Aber ich krieg neues Ammunition. Ey, hier ist ein endloser Fundus an Waffen, an Ammo und Medizin. Aber ich werde erstmal natürlich mit ihm sprechen und den Junk discarden. 4-mal Junk hatte ich gehabt. Soll ich jetzt Store machen? Ja, eigentlich schon, ne? Ich werde diese Weste aufheben, auch wenn sie besser ist und ich sie eigentlich benutzen sollte, hebe ich sie erstmal auf. Ebenso den Grenade Launcher, den kann ich jetzt auch noch nicht gebrauchen. Und ebenso auch die Handgun. Später hat man ganz viele Tools, wenn man sehr lange das Spiel spielt. Komm, sortier mal schön. So, und dann, spätestens dann, lohnt es sich. Kann ich noch irgendwas storen hier? Suki brauche ich. Cube Poisons. Brauche ich nicht so viele, weil ich habe ja meine Parasite Energy, die das kann. Und ich glaube auch, selbst wenn ich die verflucht oft... Oh, ich wollte eigentlich rüberschieben. Auch wenn ich die verflucht auch oft brauchen werde, ich versuche einfach ein bisschen besser zu spielen. Ich will auf jeden Fall sehr viel Platz im Equipment haben. Und jetzt kriege ich eh noch eine Medicine 1 hinterhergeschmissen. So, das war ganz gut. Jetzt bin ich wieder voll ausgerüstet, habe meinen Junk verloren, habe wieder viel Platz im Inventar. Und dann würde ich sagen, machen wir mal schön, oder? Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt schön hier den Suki benutzen. Suki. Und dann wird es bestimmt spannend, nehme ich an. Weil da ist nämlich, glaube ich, was hinter, was auch spannend ist. Vielleicht. Unter Umständen. Vielleicht ist es auch was ganz Langweiliges da, ich weiß es nicht. Ich weiß es sehr wohl, ich habe das Spiel schon durch. Aber ihr wisst es nicht und deswegen, vielleicht wisst ihr es auch, weil ihr das Spiel auch schon durch habt. Dann verstehe ich aber eins nicht, warum schaut ihr euch das Video an und spielt nicht dieses geile Spiel selber nochmal? PlayStation rauskramen, Parasite Eve reinschmeißen und eine schöne Zeit haben. Und ein Video davon aufnehmen und auf euren Kanal stellen und hier als Videoantworten reinknallen. Das wäre doch schön. Bei mir klingelt das Telefon. Ich bin gleich wieder da. Eine Sekunde. Dann back to business. Junk entledigt. 9T geholt. Auf zu Suki. Da. Schon ein bisschen viel Gelatsche, oder? Ein bisschen sehr viel gelatscht. Ich habe noch gar nicht in die Settings geguckt. Was kann man eigentlich in den Settings machen? Wenn wir schon Zeit schicken, dann richtig, oder? System. Sound. Mono, ja. Nö. Cursor. Default. Window Color. Ach, wir können die Window Color in der Nähe kommen. Das machen wir nicht. Position. Nee. Alles super. Wir machen nichts hier. Ich dachte, man kann vielleicht den Analogstick ein bisschen fixen. So, das Cube Poison. Cure Poison Potion hole ich mir jetzt nicht. Ja. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Seht ihr, wie schnell ich hätte beim Ziel sein können, wenn ich mir nur diesen Lageplan vom Zoo gemerkt hätte? Das hätte man im Spiel machen können. Ich war da vorhin an einem Computer. Da hätte man noch kurz den Plan vom Zoo einblenden können, damit man so ein bisschen ein Gespür für kriegt. Weil sonst kommt einem das doch sehr spananisch vor. Oh, dieser hakende Stick hier. Schrecklich. All of the animals have escaped. Wo weiß sie denn, dass alle escaped sind? Hat sie jetzt nachgezählt, ja? Okay. Oh. Leichhahn bei Brayshahn. Und glaubt ihr mir, dass sie hier nicht vorbeikommt? Sie kommt nicht vorbei. Das ist ja auch klar, oder? Wenn da jemand liegt und verbrannt ist, da kommst du nicht bei. Das ist wie so eine Wand aus Mana oder was auch immer. Okay, na dann. Dann gib. Dann zeig ich. Ich könnte jetzt durchgehen, aber ich glaube, hier ist irgendwo noch was versteckt. Was haben wir hier? Hier ist auch ein Eingang, glaube ich, ne? Okay. Gehe ich noch auf die andere Seite. Ich will mir nämlich nichts entgehen lassen, was ein schönes Item sein könnte. Backstage.
Dann gehen wir backstage. Oder gehen wir nicht backstage? Oder kommt man hier weiter? Nee. Hier kommt man nicht rein. Okay, na dann gehen wir einfach hin. Oder? Dann los. Zeig schon mal. Okay, jetzt sehen wir Ivy. The holiday season brings joy to us all. And this Christmas will be the most special of all. Jetzt hat sie all of all rein, merkt ihr? Wahnsinn. Arrgh. Special because I will no longer be under the control of a host. Oh, as I have since the dawn of time. Humans are weak, mitochondria can self-evolve. Mitochondria must now take over the nucleus. Na dann los, mach mal schön. Zeig mal, wie das geht. Zeig mal, wie das aussieht. Eine Filmsequenz. Na, das sieht doch verheißungsvoll aus. Oh. Wow. Ekelhaft. Ekelhafte Metaballs-Animation. Damals waren Metaballs the shit, ja? Ein Programm, das Metaballs konnte, war wirklich super. Was Metaballs sind, das wisst ihr bestimmt. Das sind 3D-Modelle, die sich gegenseitig verblobben, ja? Also wenn ich 2 Metaball-Kugeln habe und ich bewege sie aufeinander zu, dann kommt genau dieser Lava-Lampeneffekt. I have to get backstage and stop. Ja, ich wollte ja backstage, hast ja nicht gelassen. So, hier ist keine Schatzkiste, also nehme ich den Weg, weil der ist kürzer, das weiß ich ja schon. Aber ich meine, theoretisch, sie wartet ja vorne gemütlich auf mich, von daher keine Panik, keine Hektik. Oh, guck mal, da ist... Lauf doch nicht weg, lauf doch nicht weg, lauf doch nicht weg. Lauf doch nicht weg. Ich bin doch schneller, ich bin schneller, ich bin schneller. Ja, und weg ist er. Mann, ich hätte ja auch gleich backstage gehen können. Vielleicht hätte ich es dann verhindert. Aber nein, sie wollte ja nicht. Komm, komm, komm. Freeze, NYPD. Komm, sag es. Das darf man nur einmal im Spiel sagen, ja? Why are you doing this? You again, but you are too late. You will not ruin my plans as you did last night. Hey, stop. Sagt sie und guckt in die falsche Richtung. Kann ich da hinten auch raus? Ist da vielleicht noch ein Secret? A Secret Code? Nee, nix. Nur eine unsichtbare Wand. Hier kann ich nicht runter, oder? Doch, kann ich. Tatsächlich. Okay. Achso. Ja, super. Ich wette, ich muss wieder zurück. Weil jetzt ist bestimmt die Leiche weg. Und jetzt kommt man da voll lang und vorbei. Wer auch immer die da weggeräumt hat, ich weiß es nicht. Ach so, das Mädel geht vorbei und jetzt kann ich auch vorbei wahrscheinlich. Da muss dir erst jemand zeigen, wie es geht. Okay, ab jetzt wird es, glaube ich, interessanter. Wenn es überhaupt geht. Guck mal, diese Perspektiven sind manchmal ein bisschen strange, ne? Ich weiß, dass hier eine Schatzkiste liegt, weil ich es gerade gesehen habe. Wollt ihr mich vereiern? Guckt euch diese... Ah, okay. Da war es. 15 Armen. Okay. Ich weiß aber auch, dass es hier noch irgendwo weiter ging. Ich glaube, auf der anderen Seite ging es runter. Da war irgendwas noch. Was haben wir hier? Ein Telefon. On the telephone? Okay. Oh. Eisbär, oh Eisbär. Ja. Komm. Ist gut. Und dann mach mal schön Angriff. Ja. Yeah, komm. Jetzt krieg ich dich. 1, 2. Ob der wieder so lange braucht bis zum Angriff, ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal. Ich bin jetzt ein bisschen mutig. Oh. Das war ganz schön knapp. Na gut. Hier ist auf jeden Fall ein Telefon, da kann ich speichern. Blinky Blink macht er. Und da ist auch eine Schatzkiste da hinten, das sehe ich. Ja, so wie Sensei Lee. Wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Das sind nur so langweilige Sachen. Ich will mal wieder was Cooles finden. Leute, so ein, weiß ich nicht, ein Tool wär man wirklich nice. Wenn er mich schon hier in die Hinterkammern lockt. Okay, speichern. Ja, will ich. Sicher ist sicher. Bam. Speicher. Sind Sie sicher? Nein, ich bin nicht sicher, aber ich habe gesichert. So, komm. Mehr Lakritze. More Cowbell. Aber auf der anderen Seite auch eine Schatzkiste, das habe ich jetzt gar nicht probiert. Ja! Haha, die Macht des
symmetrischen Denken schon. Und es war ein Revive, was ich eigentlich nicht brauche, weil ich habe ja meine Auto-Potion-Geschichte. Okay, wir sehen, wo sie hinrennt. Da müssen wir also hin. Aber ich schätze mal, wenn wir in die andere Richtung gehen, finden wir noch schöne Items. Und ich denke, es gibt nichts Wichtigeres als schöne Items. Ist da nicht eine Schatzkiste unten? Ich glaube ja. Wenn der Analogstick jetzt mitspielt, ist ja nichts verkehrt. Ist da eine? Ist keine? Nix? Oh, das ist aber Link. Okay, aber wenigstens kommen wir hier lang. Moment mal. Ich gucke jetzt erstmal hier lang. Langsam verliere ich die Übersicht. Das sind aber auch Kameraperspektiven hier am Werk. Tool, ja, nice. Jetzt können wir also Sachen zusammenschustern wieder. Habe ich noch was zum Zusammenschustern? Ich glaube nicht. Nee. Nee. Aber mache ich dann zu Hause. Also, zu Hause ist bei mir die Police Department. Ich glaube, ich habe echt auf dem Weg jetzt irgendwas Schönes vergessen. Genau. Seht ihr, hier ist nämlich noch eine Abzeige. Ich gehe also noch einmal zurück. Bisschen Backtracking. Schade, denkst du, sind wir auch noch nie gewesen. Und ich wette mit euch, hier komme ich jetzt dahin, wo das Mädel gerade runtergerannt ist. Wenn ich die Perspektive in meinem Kopf drehe, fühlt es sich zumindest so an. Kann das sein? Wo ist das jetzt hier? War ich hier schon? Oh Gott, Leute, diese Perspektive. Bin ich jetzt hier, wo das Mädel runtergerannt ist? Könnte sein, ne? Oder? Oder was? Also ich steige nicht mehr durch. Doch, hier ist das Mädel runtergerannt. Genau. Jetzt ist alles klar. Und jetzt gucke ich noch einmal diese eine Ecke, ob da noch irgendwas Zusätzliches ist. Weil ich habe das Gefühl, dass hier noch was Schönes sein könnte. Ach, jetzt rennt sie hier noch lang. War ich hier schon? Was ist denn hier? Geht's hier zurück? Ich habe mein Gedächtnis. Nee, hier geht's nicht zurück. Hier ist noch ein schönes Item. Ha, seht ihr? Glücklich sind die, die Umwege laufen. Selig sind die Skifahrer. Oder? Oder die Siechen. Ah, Wing Ammo. Ich glaube, wir können uns auch langsam mal zufrieden geben. Ah, hier ist noch eine Truhe. Oh yeah! Aber ob die cool ist, weiß ich nicht. Ah, guck mal, ein Inventory-Slot kriegt man dazu. Wir können ja mal gucken, ob wir die mit dem Tool fixen können. Das Problem ist, ich kriege hier nichts weiter rein. Doch, kriege ich. Okay, pass auf. Wir machen mal hier was von der rein. Aber das sind auch Bonuspunkte. Wollen wir auf die Bonuspunkte verzichten? Ja, so viele sind es jetzt auch nicht, ne? 3 Bonuspunkte. Aber ein neuer Item-Slot schadet eigentlich nicht. Den holen wir uns mal rüber. Ja, so. Jetzt haben wir einen Item-Slot mehr. Das ist mal auch ein Stat, den man ganz gut haben kann. So. Oh, und jetzt schießt er auch noch. Alter Schwede. Das ist ein Viech hier. Come on. Am besten nicht zu weit weg, weil ich glaube, wenn ich weit weg gehe, macht er eher die Fernattacke. So. Junk. Okay, ich werde mal wieder meine Energie aufladen, weil mit dem PI, das lädt sich ja eh mal. Oh, ich habe Heal 2! Heal 2 habe ich bekommen. Cool. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie im Kampf ganz böse verletzt werde, dann kann ich den Heal 2 benutzen. Ja. Und dann rettet er mir Le Hintern. Ist hier noch irgendwas? Ein Schatz oder so? Mein Schatz. Ich steig, sorry, nicht mehr durch den Park hier. Aber ich glaube, das ist auch nicht ganz zufällig. Ich glaube, das könnte auch leicht beabsichtigt sein. Na danke, jetzt bin ich vergiftet. Wo bitte geht's zur Vergiftung? So, bam, bam. Nicht so schlimm, kann ja wieder aufladen. EP Energy hat sich bestimmt sowieso wieder komplett aufgeladen. Ja, alles super. Hab wieder volle Energie. Was haben wir hier? Ein Schatz. Na gut, dass ich hier mal runtergeguckt habe. Defense plus 1. Ja, nehmen wir. Und zwar auf die
auf die, die ich momentan trage. Da sind eh alle drauf. Irgendwann werde ich mit dem Tool die rüberholen müssen. Ach, seht ihr, deswegen ist es vielleicht nicht ganz so schlau, was ich mache, ne? Dass ich jetzt hier die ganzen Stats auf diese Rüstung rüberhole. War ich hier oben schon? Ich glaube, ja. Ja, ja, seht ihr, da ist die Schatztruhe. Ich gehe jetzt einfach mal hier hinterher. Wir müssen ja auch nicht Zeit schinden, unnötig. Ich glaube, wir haben auch schon das Beste aus dem Park geholt. Wer es selber spielt, kann natürlich noch länger suchen. Wer es selber spielt, findet bestimmt noch mehr. Und noch schöneren Krempel. Aber ich will jetzt auch nicht übertreiben. Yeah, komm. Hier eignet sich doch für einen wunderbaren Kampf. Hier ist schön viel Platz. Und was kommt? Fliegeviecher. Ist alles super. So, eins, zwei. Aber je mehr Gegner, umso mehr Level-Up-Punkte, glaube ich. Schauen wir mal. Also auf jeden Fall mehr Bonuspunkte, glaube ich, kriegt man. Obwohl, die Bonuspunkte sind ja auch vom Level-Up abhängig. Ach komm, ihr könnt mich meinetwegen hier die ganze Zeit verletzen, weil ich habe eh meine P-Energy. Das kümmert mich gerade gar nicht. Die ist eh voll. Können wir ruhig ein bisschen verschwenderisch sein. Level up, level up, level up. Habe ich was Neues? Nee, nichts Neues. Nur Junk. Was machen wir? Bonuspunkte? Die reichen auch nicht aus. Wisst ihr was? Ich nehme mal eine Medicine tatsächlich. Aus dem Grund, weil mein Inventory wird mir gerade ein bisschen zu voll. Ja? Ich will ja auch noch schöne Sachen mitnehmen, falls mal welche irgendwo liegen. Sie liegt hier irgendwo eine Schatzkiste? Ich sehe gar nichts tatsächlich. Wenn ihr irgendwo eine seht, sagt ruhig Bescheid. Boah, Eisbär und zwei Schlangen. Ich glaube, es hackt. Snake! Oh, jetzt schießt er, während ich angreife. Das ist ja schön. Aber irgendwie an mir vorbei. Das ist wirklich schön. Da muss ich sagen, macht schon Spaß. Okay, komm schon, komm schon, komm. Wir rennen einfach mal dahinter. Lauf, lauf, lauf. Oh, ja, schön, weißt du? Ich finde, nach dem Level-Up hätten wir eigentlich mal schön stark genug sein können, um den gleich umzuhauen. Ja. Das war gut, ausgewichen. Oh, jetzt habe ich gerade geguckt, was ich alles hier für einen Schwachsinn mitgenommen habe. Wenn da Medizin dabei waren und so sah es ja aus, dann werde ich auch mal wieder eine nehmen, einfach um das Inventar schön leer zu halten. Ich weiß, es ist Verschwendung. Ja, ich bin ja auch nicht doof. Aber, oh. Schön. Oh ja, und ein Kampf. Ah, die Dinger hasse ich ja. Komm, wir machen mal Beeilung hier, damit nicht beide auf uns schießen. Weil sonst weiß ich echt nicht, wohin ich ausweichen soll. Oh. Ach, voll am Nachladen war sie gerade. So, macht aber nichts. Jetzt kriege ich den. Eins, zwei. Nee. Okay, dann lauf weg. Genau, schmeißen wir euch. Gerade noch richtig. Ich glaube, man kann auch, wenn man Glück hat, sich in die Mitte von diesem Kreis stellen. Und dann kriegt man auch nichts ab. So, nimm ruhig Ammo. Ich weiß, dass hier irgendwo eine Truhe lag. Irgendwo hier war eine Truhe. Und ich glaube, die war sogar relativ nice. Schauen wir mal. Ich glaube, wenn man hochgegangen ist, konnte man sehen. Und ich glaube sogar, mich erinnern zu können, dass hier oben irgendwelche giftigen Viecher waren. Wollen wir wetten? Von diesen, oh. Gesperrt, alles klar. Sind hier nicht irgendwie diese Giftviecher mit den Tentakeln? Giftviecher mit Tentakeln. Auf jeden Fall keine Schatzkiste. Na ja, gut. Ne, jetzt gehen wir mal unter dem Tunnel durch. Vielleicht war da eine Schatzkiste. Aber ich sehe gerade echt nichts. Ist auch ganz schön Düngel. Doch, hier sind Schatzkisten. Zwei Stück sogar. Yeah. CR Evade. Nice. Yeah, jetzt werde ich erstmal meine Rüstung hier richtig aufpäppeln. Ja. Ich habe eh keine andere Rüstung dabei, also was soll's. Nice. Nice, nice, nice. Und ich glaube, ich werde sogar noch... ne, komm, machen wir mal Parasite Energy. Wir müssen ja nicht alle Medizin verschwenden, weil, ihr wisst, die retten mir hin und wieder auch den Hintern. Intern retten die mir den Hintern. So. Lacrits. Zum Aufpowern. Ich muss echt Schlangenlinien gehen wegen dieser Analogsteuerung. Es liegt aber nicht an dem Spiel, das garantiere ich. Ich weiß, früher war die Analogsteuerung sehr, sehr nice. Es liegt tatsächlich an meinem Pad.
vom Speicher noch im Kampf natürlich. Hier sind die Giftdinger. Ein Giftding zumindest. Komm, kümmern wir uns erstmal um den kleinen Krabs. Ah ne, der hat daneben gekriegt. Dann kümmern wir uns eben erstmal um den Giftzwerg. Oh, und jetzt habe ich. Er merkt sich aber auch nicht, wen ich angreifen will. So, bevor der jetzt anfängt zu giftig zu werden. Okay. Witzigerweise habe ich den Vogel trotzdem getroffen, obwohl er gerade aus meiner Reichweite geflogen ist. Das ist nicht. Manchmal ist es so, wenn er rausfliegt, eigentlich nimmt man ihm dann so gut wie keine Energie mehr weg. So, Leute, jetzt Medicine 1 nochmal nehmen. Oder soll ich sie alle aufheben? Ne, eine kann man nehmen. Eine nehmen wir. Und dann können wir speichern. Und ich habe so das Gefühl, ja, mein Bauchgefühl sagt mir und mein Erinnerungsvermögen, dass es gleich spannend werden könnte. Deswegen vielleicht auch hier ein Speicherpunkt. Schauen wir mal. Gespeichert. Lauf, lauf, lauf. Keine Schatzkiste und nix. Ich sehe zumindest nichts. Und dann geht's hier weiter. Na toll. Noch Kampf. Na gut. Aber andere Musik ist immer. Oh, hier. Worms. Worms 3D. Komm. Ey. Oh, das war Ammo-Verschwendung. Oh, jetzt schießen die auch noch. Komm, schieß mal. Ah, los. Eins. Immerhin einmal getroffen. Ich glaube, erstmal das Ausweichen ein bisschen angesagt. Merkt er? So, ich kann mal beeilen. Vielleicht schaffe ich es zweimal. Ja, zwei Treffer. Schaffe ich noch? Eins, zwei. Nice. Zwei Treffer, sogar ein Critical. Komm. Oh, das war doof. Nee, hier ist wieder aufgetaucht. Und ich habe doch ein Critical getroffen. Nice. Eins. Oh. Wo soll man wissen, dass er nach hinten schießt? Hä? Manchmal schießt er nicht ein. Einen haben wir schon mal. Einen von weiß nicht wie vielen. So, komm. Ich stehe gerade günstig. Eins, zwei. Zweimal Critical. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Oh, der ist größer irgendwie, ne? Lauf, lauf. Sind die größer geworden? Mit welchem Recht? So. Sollen wir mal PI machen? Schadet ja nichts. Ja, komm. Machen wir mal einmal PI. Oh, merkt ihr das? Die ist nicht annähernd voll geheilt jetzt. Ne, der taucht gleich wieder ab. Das lohnt sich jetzt nicht zu schießen. Ich warte, bis der nächste auftaucht. Ein, zwei. Der ist bestimmt gleich auch weg. Immer noch nicht. Hardcore. Aber ihr merkt, so ein bisschen besserer Active-Balken wäre schon nicht schlecht, ne? Tauchen jetzt immer noch an der gleichen Stelle auf. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Eins, zwei. Einer weg. Das heißt, theoretisch... Nee. Oh, jetzt kommt ein großer. Oh, und ich glaube, jetzt wird sogar hart. Lauf. Ich weiß nicht, wie man dem ausweicht, ganz ehrlich. Aber ich glaube, es wäre mal eine ganz gute Idee zu heilen. Nur so meine Vermutung. Eins, zwei, lauf! Okay, seht ihr, mein Auto hat mir wieder den Hintern gerettet. Also mein Auto-Heal. Eins. Ja, okay, das war versemmelte Schüsse. Also diese Auto-Heal-Rüstung ist, glaube ich, das Beste, was ich machen konnte, oder? Eins, zwei. Oh, lauf! Wie soll man dem ausweichen? Erklärt es mir. Ich weiß es nicht. Man müsste auf die andere Seite kommen. Oder ganz nach hinten gehen. Das könnte eine Lösung sein. Vielleicht. Einfach nach hinten gehen. Das nächste Mal, wenn er kommt. Meinst du? Soll ich mal probieren? Achtung, wir probieren es mal. Plopp. Oh, jetzt schießt er. Das Problem ist, jetzt kann ich nicht mehr schießen. Das ist ein bisschen blöd, oder? Ich versuche mal auszuweichen. So. Ich bin... Also, irgendwie... Und ihr seht ja, jetzt stand da gerade ein Miss. Ja? Wegen, weil sie ein Mädel ist, glaube ich. Komm, ich probiere jetzt mal mein Glück. Ich gebe einfach nochmal Saurus hier und renne dann nochmal weg. Oh, oder so. Hat auch gereicht. Level up ist gut. Sehr viel. Oh, ganz viel Defense Plus. Oh, guck mal, jetzt kann ich noch eins tun. Ich kann das hier tauschen, damit ich das nicht das Defense Plus verliere. Und Defense Plus ist ja viel mehr wert als so eine Medicine. Aber daran seht ihr auch, dass Parasite Eve ein geiles Spiel ist, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, das auszutauschen, ne? Okay, den packen wir auf die Weste. Das ist jetzt echt eine der geilsten Westen, diese Werte, auf die darf man auf keinen Umständen verzichten. Diese ganzen Bonuspunkte, die ich da reingeknallt habe, die muss man auf jeden Fall nachher mit dem Tool retten.
So, dann noch einmal P-Energy zum Healen. Und zwar Heal 2. Boah, das ist immer noch zu wenig Heal. Seht ihr, ich bin auf 181 Hitpoints. Das heißt, ich bin gerade richtig krass aufgestuft. Dann nehmen wir nochmal eine Medicine 1 dazu. Und dann ist er auch mal gut. Aber ein paar Medicines sollte man sich auf jeden Fall aufheben. Ja, ich weiß, ich gehe in die falsche Richtung. Ich will nochmal speichern. Ja, das wird mir wohl gegönnt sein. Dann speichern. Nach dem krassen Endgegner gerade. Und ihr seht, der Park ist noch nicht vorbei. Das heißt, hier kommt noch irgendwas. Und es könnte ja vielleicht was mit Eve zu tun haben, was jetzt noch kommt. Vielleicht ja, vielleicht nein. Von mir werdet ihr diese Antwort nie im Leben erfahren. Ich bin eigentlich extra in der Lakritze, damit ich nicht sprechen kann. Kann nicht richtig reden. Freeze, NYP, nee. Your genes are stronger than I thought. Come on here, let's go for a ride. Ich würde mich doch einfach reinsetzen, oder? Wenn ich sie wäre. Oder? Was soll ich sonst machen? Ja. Ja. Wenn sie schon so nett fragt und einen einlädt. Ey, jetzt mal ohne Witz. Wenn ich das nächste Mal eine mutierte, ein mutiertes Mitochondrien-Viech fragt, ob du mit ihr Rutsch fahren möchtest, dann sagst du nein. Kutsche fahren, nicht Rutsche fahren. Why? Why be on the human side? Why not? I'm a human. Why are you going with them and not me? What? So, und los geht's. Super Ausweichraum übrigens, ja. Das wird sehr spektakulär jetzt. Oh, lauf, lauf, lauf. Ich kann aber schon schießen. Bam, Nummer 1, Bam, Nummer 2. Oh, oh, jetzt fließt es auch noch. Yeah. Also man kann tatsächlich ausweichen. Sie ist noch nicht so präzise mit ihren Energieschüssen tatsächlich. Oh, ich habe zweimal Critical. Oh. Aber wo hätte ich hingehen sollen? Ganz ehrlich mal. Da war nicht viel übrig. Einmal Critical ist auch gut. Ah, seht ihr? Wenn ich an die entlegensten Winkel gehe, dann geht das. Und da ich eine Fernkampfwaffe habe, brauche ich auch gar nicht so nah ran. Warum gehe ich überhaupt so nah ran? Manchmal bin ich echt ein Troglodyt. So, wenn wir schon mal so viel Zeit haben, machen wir echt nur noch mal hier so ein YouTube. Warum nicht? Was war das gerade? Hüp, hüp, hüp. Ein Sprung in der CD vielleicht? Oh, seht ihr, das war nicht weit genug weg. Aber gut, dass ich geheilt habe. Bam, Nummer 1, Bam, Nummer 2. Ah, merkt ihr was? Ich habe irgendwas erreicht offensichtlich. It seems you still don't know who I am. Na, okay. Well, if you don't know, your mitochondria will. That's why you were drawn to the opera. Mm. Nom, nom, nom. What are you talking about? Here, let me explain directly. Stop it! If we join forces, all the other mitochondria in the world will stop. Oh, jetzt kommt Runde 2, oder was? Oder habe ich es geschafft? Ja, dann spring. Spring, spring, spring. Oh, Knallbumm. War das jetzt gut oder schlecht? Dingel, dingel, ding. Okay, wieder ein Flashback. Betten. Betten Woods. Mädel 1, Doktor 1. Dr. Klamp. Klamp oder Krampf? Ich weiß schon nicht mehr. Mädel 2? Oder ist das beides dasselbe? Mädel? Oder nicht? Oder doch? Oder was? Oder wie? Aber zwei Betten für ein Mädel wäre ja auch Verschwendung, richtig? Okay. Ah ja, Einsame. Tipp, tipp, tipp. Daddy. Oh, haben wir nochmal Glück gehabt, ne? My son. Ben, weren't you going to the concert? I came here with mom, but she was all weird. What do you mean, Ben? I came with mom so the three of us could be together. So that's why you came to get me. Mom went to the stage, but she freaked out. What do you mean, mom freaked out? I got near the stage and started to feel sick. I wanted to go home. Mom wasn't herself. Dad, she left and anyone else went too. Ja, das haben wir gesehen.
Lorraine. Das ist jetzt natürlich. Casualties were much worse this time. We cannot put lives of any citizens in jeopardy any longer. We have orders to evacuate all citizens out of Manhattan Project. Unfortunately, most people are out of the city for Christmas. What do we do, sir? We will stay and assist in neutralizing Eve. Shouldn't we leave it to the army? We are the ones that are supposed to be protecting the city. Any word from Aya? Damn it, where could she be? Daniel, I need you to help evacuate the citizens. She's our only hope against this thing now. I'm going to look for her. Shouldn't we stop him, sir? He's lost Lorraine. He'll find Aya. You two help with the evacuation. Speichern vielleicht? Nee. Daddy. Okay. Ben, I'm sorry, I have to go find Aya. Where'd she go? I don't know, but she's the only one that can fight the thing that hurt your mommy. Kath, look after the kid, will ya? I will, don't worry. Das ist schön. Daddy. Come on, sport. You like dogs? I'll introduce you to the best police dog in town. Na, dann macht ihr mal. Aber ich will auch gerne mal speichern, weil ich war schön am Kämpfen und dann will ich jetzt auch speichern. Und dann müsste eigentlich auch mal der nächste Tag eigentlich geschafft sein, oder? Can I show this boy the dog? Sure, let me open the fence. Na, dann mach mal. Hey, you got a visitor. It seems we have a visitor. We were in a serious discussion about books and such. This is Shiva. Ah, Eiszauber, richtig? Hey, I think she likes ya. Hey, that tickles. Oh, Filmsequenz. Eine kriege ich noch, hä? Genau, die Evakuierung. Ihr seht, das geht alles ganz problemlos vor sich hier. Sehr nice animiert. Sehr schön gemacht. Mit den Autos und der Animation und Collision und alles. Aber ich glaube, dass sehr viel von der Kollision auch händisch gemacht wurde. Oh, guck mal, diese Kirche. Kathedral. Alles sehr endzeitmäßig. Alles sehr schön gemacht. Oh, schön inszeniert, oder? Was war ich damals beeindruckt von diesen Filmsequenzen? Oh, guck mal. Ein verlassener Schlittschuh und ein verlassener Schal. Besser konnte man diese Emotionen da wohl kaum einfangen. How many times do I gotta tell ya? We've blocked this off. You won't even find a cat on the street. Japanese man. I told you. I've already contacted the police about this matter. What? I'm not getting anywhere with my English. Hey, you Chinese? No, I'm Japanese. Nanda Nihonjin desuka? Oh yes, can you speak Japanese? Chotto dakane. Dare desuka? I am Kuniro. Kunikyo Maeda, Japanese. Es ist so witzig, dass der Kopf auf Japanisch spricht, aber er versucht auf Englisch zu antworten. Das wäre nie aufgefallen. Hey, if you can't speak the language, go back to your country. Was? Hey, if you can't speak the language, go back to your country. Wäre es nicht witziger, wenn er gesagt hätte, wenn du deine eigene Sprache nicht sprechen kannst, geh nicht zurück nach Japan? Calm down, take it easy, man. It's bad for your heart. I'm hot, help. Ah, Kompass schon wieder. Merkt ihr? Los, komm. Müsst ihr drauf urinieren. It's now or never. So, lauf. Mit seinem Rucksack, hä? Und durch. Spontaneous human combustion. I believe that's correct. Jetzt soll man wahrscheinlich denken, dass er das war, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und wie gesagt, diesen Mann müsstet ihr kennen, wenn ihr den Film gesehen oder das Buch gelesen habt. Wo das nun auch immer sein mag. Wer das Spiel gespielt hat, weiß das natürlich. Ich verrate es jetzt nicht. Aber so langsam könnte man es rausfinden, oder? Oh, ich habe weggeklickt, das war bestimmt der wichtigste Satz im ganzen Spiel. Na komm, jetzt könnte man aber echt erkennen, was das ist. Sieht doch schon so aus. Hospital. Take me to the... Und dann nur noch mit rotem Licht.
Okay, Tag vielleicht auch mal irgendwie zu Ende? Nee, doch, natürlich. Guck mal, Maeda hat mich gefunden. Oh, jetzt habe ich schon verraten, wie der Typ heißt. Oder stand das schon da? You're finally awake. Who are you? I'm Kunihiko. Stimmt, er hat es vorhin erzählt. Maeda. I'm a scientist from Japan. He found you. Ach, da ist er. Schön. Daniel San. Ach, he found you. Ich dachte nicht he found you, sondern he found you. Daniel. There's no one out there but cops. It's a ghost town. Never seen anything like it. Pretty creepy, if you ask me. Where's Eve? What happened to the people in Central Park? Ben was okay, but the rest of the audience, well, they just disappeared. Habe ich doch gesehen. Warum fragt sie ihn das? Disappeared? You mean they weren't united? They all melted into slime and became one big mass. That's something new. Nothing like that happened in Japan. Japan? A similar incident occurred 7 years ago in Japan. Although it wasn't as grandiose in scale as this one. What? Hey, give us the details. Okay, dann kriegen wir also noch die Story. It all started when a scientist's wife was involved in a car accident. The scientist tried, das ist übrigens jetzt die Zusammenfassung von Buch oder Film. The scientist tried to cultivate her liver cells in order to keep her alive. The scientist named those cells Eve. Eve? Natürlich. The liver cells multiplied and her mitochondria eventually took over a physical body. After acquiring the scientist's sperm, yeah, Eve tried to give birth to an ultimate being. Ultimate being? What kind of being? She, the being who mutated from the liver cells, couldn't maintain her body for long. By the way, before the car accident occurred, the wife has registered to have her organs donated. So after the accident, her kidneys were transplanted into a young girl, and Eve implanted the fertilized egg into the young girl who gave birth to an ultimate being. It was extremely interesting in this, and went. I was extremely interested in this and went to his lab, so that I could continue research. After hearing about this incident, I had to fly over here. What the hell is going on here? I wish I could explain more. I am. Are you okay? Yeah, I'm fine. I thought that Monster had gotten a hold of you. Thought it was too late. When I felt Eve, something inside me of me felt like it was being. You felt you were about to be ignited, correct? No, she's well. She's not the only one that isn't affected. What? I don't understand. I think I may be a monster like her. What are you saying, Aya? I don't know. What if I end up killing you? Ah, shut up. You know that's not. Please, Daniel, don't. I don't know. I just don't know anymore. Please go away. Just stay away from me. Die Musik ist geil, oder? Ah ja. So. Please. Yes, I understand your point. Hey, where do you think you're going? Ich denke mal aus die Tür hinaus. Even if I'm a monster, I don't ever want to kill you, Daniel, please. I could never forgive myself if I killed you. Aya, you're no monster. You're my best partner, Aya Brea, and I'll be yours. I'll be by your side, always, Aya. Und jetzt geht er ganz langsam raus, extra. Ganz langsam. Und jetzt wäre der perfekte Moment, den Tag zu beenden, liebe Entwickler. Was gäbe es für einen besseren Moment, den Tag zu beenden?
When I touched Eve, that feeling. Was it Maya? Seht ihr, jetzt kommt der Name Maya ins Spiel, merkt ihr? Und hätte die Aya Maya genannt, wäre es sehr blöd gewesen. But Maya died in the car crash with Mom. No, just couldn't be. Ausfaden? Ist der Tag zu Ende? Komm. Lass mich speichern. Selection. Day 3. Wir haben den Tag überlebt. Super. So macht Let's Play or Not Die Spaß. Darf ich nicht speichern diesmal? Ich speichere schon noch. Keine Sorge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jetzt darf ich speichern. Ich speichere. Das könnt ihr noch mit ansehen. So, und los. Speichern. So, Spannung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.